Teil 1. Willkommen in Ponyville. Und ganz allein stand er da. Die Mähne wallte um seinen Kopf und das Schwert blitzte in seinem Huf. Um ihn herum ein einziger Abgrund, tiefe schwarze Leere und das Heulen der verlorenen Seelen. Vor ihm ragte die Bestie mit ihrem gewaltigen dunklen Kiefer hervor und lachte schallend. Dies war der Moment der Wahrheit. In wenigen Momenten würde sich das Schicksal entscheiden. Entweder er oder es. Die Kreatur erhob sich langsam und gewaltig, immer weiter und das Lachen erschien lauter. Doch der Held lachte zurück und hob die blanke Klinge hoch über seinen Kopf. »Bei der Macht der Sonne!« schrie er und dann fuhr sein Schwert klingend und fleischzerreißend nieder auf den schuppigen Bauch der Bestie, welche unter dem Hieb zerbarst und die schleimigen Innereien freigab. Das Geheul und Gebrüll des Monsters erfüllte die stickige Luft und einen Moment lang schien Equestria sich nicht mehr weiter zu drehen. Dann stürzte der mächtige Leib der Bestie nach vorn. Hero Wing wich in letzter Sekunde aus und ließ die mächtige Runenklinge in die Leere fallen. Ein lautes Räuspern unterbrach die Erzählung jäh, als ein genervt blickender Einhornhengst im Türrahmen stand. Er war ein normal großer Kerl mit lilafarbenem Fell und dunkelblauer Mähne. Blue, komm jetzt! Wir sollten doch die Neuankömmlinge am Bahnhof abfangen. Und damit ein herzliches Hallöchen von mir! Ihr habt also wieder zu mir gefunden, um euch meine Geschichte anzuhören, wie? Das freut mich sehr! Also denn, Trick stand im Türrahmen und pochte ungeduldig mit dem Huf auf den Boden. Ach ja, für diejenigen, deren Erinnerung an meine letzten Berichte schon etwas älter ist, nach der großen Schlacht um Canterlot sind wir selbstverständlich befördert worden. Ich bin nun Ehrenkapitän der Luftstaffel und außerdem bin ich nun ganz offiziell der Teamleader unserer Gruppe. Nun stehen wir nochmal ein ganzes Stück über den normalen Agenten und unsere Namen haben doch tatsächlich Gewicht. Doch kehren wir zurück zur Handlung. Trick hatte mich aus einer Erzählung gerissen, die ich in der Schule von Ponyville einer Klasse erzählen sollte. Als Spezialgast. Oh Mann, ich komme mir so prominent vor. Jedenfalls ging ich zu Trick bei der Tür und wandte mich noch einmal kurz um die Geschichte zu beenden. Ach ja, Hero Wing verließ das Gebäude und lebte glücklich und zufrieden bis zum Ende seiner Tage und was dann aus ihm wurde, kann nicht einmal ich sagen, denn das große Mysterium von Raum und Zeit ist durch die vielfache Verschachtelung der Subraumkompression ein mehrdimensionales Quantenparadoxon, in welchem die vertrackte Fluktuation der Alpha-Wellen ein gleichförmiges energetisches Muster einer wellenförmigen Gestalt der S-förmigen Celestialgewandlung erzeugt, erfüllt von verwirrenden physikalischen Begebenheiten, deren bloße Existenz mir einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Also dann, ich wasche mich rein von derlei Abstraktion. Unser Vorgesetzter Agent Smith hatte uns angewiesen, bei der eintreffenden Zugladung Wache zu schieben. Eine unwürdige Aufgabe für Ponys wie uns, die schon Drachen besiegt, den bösen Broken Doom in die Schranken verwiesen und bei der Schlacht von Canterlot die Mauern verteidigt haben. Doch in friedlichen Zeiten wie diesen wurden selbst wir Kriegshelden für so einen sinnlosen Quatsch eingeteilt. Welche Geschichte war das? Hero Wings Schlacht gegen die Bestie der Horseshoe Bay. Eine tolle Sache, finde ich fast so interessant wie Ponys aus Irrfahrten. Klang jedenfalls nach einer Geschichte, die sich nicht unbedingt für Fohlen eignet, meinst du nicht? Ach was, Miss Jirilly sieht es offenbar nicht so, also tue ich es auch nicht. Aber sag mal, warum um Celestias Willen sollen wir bitte den Bahnhof überwachen? Steht irgendwas Besonderes an? Naja, anscheinend nehmen die Taschendiebstähle in letzter Zeit Überhof. Da keine Gefahren mehr umherzuschwirren scheinen, kann man sich jetzt wohl auf solche Kleinigkeiten konzentrieren. Wir sind doch keine Zivilpolizisten. Ich dachte, wir sollen nur dann arbeiten, wenn es auch wirklich Sachen sind, für die man gewisse Qualifikationen oder Erfahrung braucht. Ich hab doch keine Ahnung. Bringen wir es einfach hinter uns und zerbrechen uns nicht den Kopf deswegen. Wir erreichten den Bahnhof, wo der Zug noch nicht in Sicht war. Also, dann warten wir mal. Ein surrendes, ratterndes Geräusch schallte nach circa 5 Minuten durch die Luft und der Zug fuhr ein. Ich flog nach oben und Trick stellte sich irgendwo mitten auf dem Bahnsteig. Als sich die Türen öffneten, kamen viele Ponys aus dem Zug und drängten sich nach draußen. Doch was war das? Ein seltsames, auffallend vorsichtiges Pony im dunklen Umhang schlich sich von hinten an eine gelbe Pegasus-Stute mit oranger Mähne an. Offenbar schien er es auf ihre Satteltaschen abgesehen zu haben. Ich kniff leicht die Augen zusammen und fokussierte meinen Blick auf ihn. Trick blickte nach oben zu mir und folgte meinem Blick. Er nickte mir zu und nahm unauffällig die Verfolgung auf. Plötzlich griff das seltsame Pony in die Satteltasche der Stute und rannte los. Hey, Dieb! Keine Angst, den kaufe ich mir. Die Stute nahm die Verfolgung auf, aber der Dieb war schneller. Auch Trick rannte hinter ihm her, war aber ebenfalls zu langsam. Ich allerdings hatte den Vorteil, in direkter Luftlinie schräg über ihm herfliegen zu können. Als er sich kurz umdrehte und grinste, als er die Verfolger weit hinter sich sah, krachte er in etwas mittelhartes, fälliges, das den Aufprall erwartend bereitstand. Hey, behalte deinen Weg besser im Auge, wenn du wegläufst. Ah, was? Kumpel, du solltest den Himmel im Auge behalten, wenn du gejagt wirst. Besonders, wenn du von Captain Bluetail verfolgt wirst. Klar soweit. Trick kam keuchend angerannt und blieb hinter dem Dieb stehen und atmete durch.
Ich bin da. Also, gut, du Dieb. Hör mit der Satteltasche. Verflucht, ich werde einfach wegfliegen. Blöde Idee. Also, wie ich das sehe, bieten sich dir nun zwei Möglichkeiten. Erstens, du gibst uns die Satteltasche und darfst laufen. Bist wieder ein freies Pony und darfst innerhalb geschmackwahrener Grenzen tun, was dir Spaß macht. Solange du dich ans Gesetz hältst. Zweitens, du behältst die Satteltasche, wir müssen sie dir abnehmen, unsere Pflicht dem Militär von Canterlot gegenüber erfüllen und dich einbuchten. Ist deine Entscheidung. Er breitete seine Flügel aus und sah sich um, Fluchtwege einschätzend. Ich grinste nur schief und hob meinen Huf in seine Richtung. Dann entschied er sich und gab mir seufzend die Satteltasche. Gute Wahl, dann guten Flug. Und beeil dich, bevor die Besitzerin der Tasche dich erwischt. Oh, und da hinten kommt sie schon angeflogen. Ach, was für ein kluges Pony. Ich wage zu bezweifeln, dass alle Taschendiebe so intelligent sein werden, die wir noch zu fassen bekommen. Der Dieb sah sich noch einmal um und blickte uns an. Ich winkte ihm fröhlich. Hey, hey, vergiss aber nicht zu schreiben. Hey, was sollte denn das jetzt? Haltet ihn doch! Wieso lasst ihr ihn laufen? Weil er die Tasche wiedergegeben hat und sich entschieden hat, es sich nicht mit uns zu verscherzen. Wir sind keine Polizisten. Anscheinend ja irgendwie schon, wenn wir Taschendiebe jagen müssen. Warum eigentlich nicht? Was? Worüber redet ihr da? Oh, verzeih mir. Mein Name ist Bluetail. Das hier ist Confidence Trick, manchmal auch Fiddle genannt. Guten Tag. Und sollte es dich interessieren, unser Team besteht weiterhin noch aus einem Erdpony namens Blazing Blaze und einem namens Tiny Chip. Mein Name ist Flashpen. Ich komme aus Cloudsdale und bin über Manhattan nun hier hingezogen. Manhattan? Uhu, ich bin vor nicht einmal einem Jahr von Philadelphia hierher gezogen und habe als erstes diese Lektion gelernt. Man ist hier nur sehr kurz neu. Wenn du erst einmal als Neueinkömmling erkannt wurdest, bekommst du ganz schnell eine Einweihungsfeier, ein Ansehen und vermutlich auch einen Haufen neuer Freunde, die dir auf erschreckende Weise näher stehen werden, als du es vermutet hättest. Willkommen in Ponyville. Okay. Aber wie dem auch sei, unser Haus ist das da hinten. Dieses Fenster da oben ist meins. Also wenn du Fragen hast, Hilfe brauchst, Freunde suchst oder was auch immer, klopf einfach an die Tür. Dann verabschiedeten wir uns und gingen nach Hause. Auf dem Weg sprachen wir noch ein wenig. Blue, nochmal zu der Sache mit der Polizei. Es gibt in Ponyville keine, oder? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Also sind wir allein für Recht und Sicherheit zuständig? Es scheint wohl so. Dann freuen wir uns doch schon einmal auf viele weitere solche Aktionen.